Thema live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Thema live. Nur auf OE24 TV. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei uns bei OE24 TV. Heute zu Gast Helmut Brandstätter von den NEOS. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Fröhlich. Herr Brandstätter, fröhlich ist vielleicht meine Laune, vielleicht auch Ihre. Ja. Wer nicht fröhlich war, das war Ihre Parteichefin gestern im Sommergespräch beim ORF. Heute große Ärger, Wutrede fast schon auf Twitter, wo sie sagt, das war ja Spionagestil, mit dem ich da interviewt worden bin. Sie ist überhaupt recht wütend aufgetreten, hat auch gesagt, am liebsten würde sie sich einen Wutsong suchen. Ist alles okay bei euch, NEOS, oder warum muss es sich rosa ärgern? Naja, wenn man sich die Lage der Republik ansieht, ja, und zwar die längerfristigen Dinge, wenn ich mir ansehe, was das Budget betrifft oder was auch sinnlose Ausgaben betrifft. Wenn ich mir anschaue, was sich in den letzten Tagen in Kärnten getan hat, also das Thema Klimawechsel, Klimawandel, Klimakatastrophe. Wenn ich mir anschaue, was alles versprochen wurde, was noch verändert werden soll von dieser Regierung. Und all das hat nicht stattgefunden. Und gleichzeitig tritt dann die FPÖ auf, paktiert mit Russland, beschimpft Zelensky, wie wir das auch im Außenpolitischen Ausschuss erlebt haben, hat überhaupt kein Mitgefühl mit den täglichen Opfern. Gestern wieder in der Nacht wieder 9 Menschen, normale Menschen, Zivilisten getötet worden bei einem Angriff auf ein Wohnhaus. Da kann man dann schon auch ein bisschen wütend werden und sagen, tun wir endlich sinnvolle Dinge? Machen wir mehr Europa? Machen wir etwas gegen den Klimawandel? Helfen wir den Menschen im Überschwemmungsgebiet? Ich war selber in Kärnten und habe gesehen, wie das aussieht. Und gleichzeitig diskutiert man über was? Bargeld in der Verfassung? Ich meine, das ist ja wirklich absurd. Und der Herr Sellmayr, der Botschafter der Europäischen Kommission in Wien, hat ja, ich möchte es vornehm ausdrücken, der Bundesregierung eine ordentliche Tachtel gegeben, ja, indem er sagt, bitte können Sie da ja machen, was ihr wollt, aber das Bargeld ist garantiert durch die EU. Und im Übrigen, ihr habt den Euro und das wird in Brüssel entschieden. Und dort ist bereits entschieden worden, dass es natürlich Bargeld gibt. Also diese Diskussionen sind so sinnlos. Aber da muss man halt dann versuchen, ruhig zu bleiben. Das gelingt manchmal besser, manchmal nicht so. Mir gelingt es ja auch nicht immer. Und außerdem verlangt man ja von Politikerinnen und Politikern, sie sollen ganz normale Menschen sein. Und dann regt man sich halt auch einmal auf. Übrigens, wenn ich das auch noch sagen darf, ich habe in Österreich habe ich gelesen vor einigen Wochen, dass die Politiker da jetzt irgendwie 2,5 Monaten Urlaub haben. Ich bin gerade nicht im Urlaub, ja. Ich möchte nur darauf hinweisen. Ich hätte das Gespräch jetzt als sehr nicht arbeitslosig erwischt. Nein, nein, das ist ja mir sehr gut vorbereitet und streng mich jetzt auch ganz besonders an. Das heißt, sind wir auch ehrlich und so, natürlich machen Politiker nicht 8 Wochen Urlaub. Ich habe diese Woche auch interessante Gespräche geführt, was Hilfe von Österreicherinnen und Österreichern für die Ukraine betrifft etc. Ich bin auch froh, dass ich das machen darf. Ja, ich beschwere mich ja nicht, aber dann soll man nicht sagen, die haben so lange Urlaub. Naja, aber manchmal kommt so ein Urlaub vielleicht ein bisschen ungelegen. Aktuell vermissen viele Österreicherinnen und Österreich, gerade in Kärnten und in der Steiermark, ihren Bundeskanzler, der sich zu den Überschwemmungen noch gar nicht geäußert hat. Ist das geschickt? Jetzt bin ich vielleicht nicht der Richtige, um ihn in Schutz zu nehmen. Ich habe mir es nur auch überlegt, was würde ich jetzt machen. Ja? Und in Wirklichkeit ist es fast eine No-Win-Situation. Fährst du hin, alle haben wir, also jedenfalls die Älteren haben noch in Erinnerung, den früheren Bundeskanzler Klima, der mal zu einer Unwetterkatastrophe gefahren ist und mit den Gummistiefeln herumgestanden ist, haben alle über seine Gummistiefel gelacht. Ja? Also das heißt, fährst du hin und sagst, ah, der hilft eh nicht, was soll er machen? Fährst du nicht hin, hast du, er fährt nicht hin. Wenn ich einen Rat geben würde als Medienberater, würde ich sagen, fahr hin und lass keine Fotos machen. Und wenn ich später wer fragt, dann sag, dass du dort warst. Aber wie gesagt, also wir sind schon in einer Situation, und ich habe ja auch die andere Seite lang genug erlebt, die des Journalisten, in einer Situation, wo alle gerne auf Politiker losgehen. Das ist nicht immer einfach. Naja, es geht ja nicht darum, ob ich jetzt arm bin. Ich bin natürlich nicht arm, da habe ich keine falschen Vorstellungen. Aber sagen Sie jemanden, und sei es nur Abteilungsleiter in einem größeren Unternehmen, er soll in die Politik eines Abgeordneten, der schaut auf den Zettel und sagt, na, für das gehört sicher nicht. Sagen Sie einem Vorstandsmitglied eines Unternehmens, er soll Ministerin oder Minister werden. Die schauen nicht nur auf den Zettel, die sagen, Moment, ich habe am Wochenende frei und meine Kinder und meine Frau können machen, was sie wollen, oder mein Mann. Und dann auf einmal steht
jeder Blödsinn in der Zeitung. Die Art und Weise. Aber sagen Sie es einer Alleinerzieherin, die im Bill an der Kasse sitzt, ist ja auch nicht immer gerade die leichteste Situation und da fragt keiner, wenn ihr Überstunden macht. Überhaupt nicht, nein. Also das ist ja völlig klar, dass die nicht leicht haben, das weiß ich schon auch. Aber die beschimpft wenigstens keiner, sondern jedenfalls ich bin sehr dankbar und rede ein paar nette Worte mit ihnen. Aber jemand zu sagen, übernimm einen neuen Job und dann wirst du beschimpft, das wird niemand haben. Apropos neuer Job, es schwirren immer wieder so ein bisschen so die Gerüchte durch die Medienlandschaft. Beate Meinl-Reisinger als Parteichefin ausgedient. Was halten Sie davon? Soll es vielleicht doch mal einen neuen Spitzenkandidat, eine neue Spitzenkandidatin geben? Brauchen die Neos neuen Schwung? Weil nur am Erfolgskurs seid sie ja nicht, wenn man sich Salzburg anschaut. Also wenn ich mir die Umfragen anschaue, von 5%, das letzte Mal waren es 8%. In allen Umfragen liegen die Neos bei 10%. Könnte also, man aber das auch sagen, sich, wenn die Sonne tief steht, sich, werfen auch Zwerge lange Schatten. Naja, weil so momentan ist die Parteilandschaft nicht immer nur von Erfolg geprägt. Aber die FPÖ hat einen Zuwachs, wobei ich mich frage, warum. Und dass die anderen Parteichefs nicht so erfolgreich sind, das kann man ja nicht vorhalten. Also das ist ja eher umgekehrt so. Die einzige Partei, wo nicht über die Chefin diskutiert wird, sind die Neos. Weil sogar in der FPÖ gibt es jetzt einen Wirbel, weil manche Landespolitikerinnen höheres Gehalt haben wollen. Also bei den Neos gibt es da keine Diskussion. Null und Runde stimmen Sie auch absolut zu. Da gilt dasselbe wie vorher gesagt. Also man hat ja ursprünglich gesagt, Politiker können sich nicht selber Gehälter aushandeln. Also stellen wir zum Beispiel Abgeordnete gleich mit Sektionschefs. So. Und dann wird das erhöht, so wie das Gehalt vom Sektionschef erhöht wird. Wenn das so wäre, würde jeder Abgeordnete 3.000 Euro mehr verdienen. Es ist dauernd verzichtet worden. Wie gesagt, ich kann damit leben. Aber attraktiver wird der Beruf dadurch nicht. Wir kommen noch einmal ein bisschen zurück zu unserem Eingangsthema. Ja. Wir haben schon angeschnitten die Ukraine. Ja. Auch gestern war das im Sommergespräch ein sehr, sehr großes Thema, und zwar die Nähe der Neos zur EU. Das ist wahrscheinlich die Partei in Österreich, die am stärksten für eine starke Union eintritt, die Österreich dort am stärksten eingebunden sieht. So ist eben auch von den Neos der Vorschlag gekommen, ein EU-Herr gerade im Punkt Sicherheit für Österreich ins Leben zu rufen. Was halten Sie tatsächlich von dieser Idee? Unterstützen Sie auch hier Ihre Parteichefin? Ja, also zunächst einmal finde ich schön, ich weiß nicht, wer es erfunden hat, ob sie es war, aber dass sie das Wort Vorausdenken verwendet, weil wir müssen vorausdenken. Ja? Also wir können natürlich, und ich habe ja viel erlebt auch als Journalist, können uns anschauen, wie es zu dem Zustand gekommen ist, in dem wir uns heute befinden. Putin hat ja, seit er die Macht übernommen hat, permanent andere Länder überfallen. Und die österreichischen Regierungen haben ihn noch mehr hofiert als vorher. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, dass unsere Sicherheit nicht durch die Neutralität gefährdet ist, sondern wir haben eine bewaffnete Neutralität. Aber niemand sagt Ihnen, dass wir etwa mit unserem Bundesheer Raketenangriffe abwehren könnten. Und in dem Sinn, wenn ich für Europa bin, bin ich für Österreich. Wenn ich für ein starkes Europa bin, dann bin ich für ein starkes Österreich, weil nur ein gemeinsames Europa uns wirklich beschützen kann. Wir könnten uns nicht gegen diese Raketen, die gerade auf ukrainische Städte fallen, könnten wir uns überhaupt nicht wehren. Also das heißt, dieses Sky-Shield ist eine Voraussetzung für die Sicherheit der Menschen in Österreich. Wer dagegen ist, will keine Sicherheit für die Menschen in Österreich. Und dasselbe gilt natürlich auf der wirtschaftlichen Ebene. BMW hat vor kurzem über 1 Milliarde in Steyr wieder investiert. Wären wir nicht EU-Mitglied, würden die das in der Slowakei oder sonst wo investieren, aber ganz sicherlich nicht in Österreich. Aber es ist also auch nicht so, dass Österreich nichts zurückgibt an die EU, weil die Beitragszahlungen sind natürlich hoch, fast schon zu hoch für ein kleines Land wie uns. Naja, wenn ich mir anschaue, war vor kurzem in Bosnien, ich war in Bukarest, ja, in Rumänien, da sind österreichische Unternehmen sehr, sehr prominent vertreten. Da verdienen österreichische Unternehmen sehr viel Geld, und das können wir, also natürlich in Rumänien, weil Rumänien auch EU-Mitglied ist, in Bosnien, weil die Hoffnung besteht, dass auch die Balkanländer mal beitreten werden. Also wir sind da wichtige Investoren. Und noch einmal, der Wohlstand Österreichs hängt als Exportnation davon ab, dass wir ohne Zölle, dass wir auch wettbewerbsmäßig eingebunden sind in einen großen Markt. Also unser Wohlstand ist gleich EU. Es hat noch einen Grund, warum Sie sich so der Mithilfe, der Unterstützung der Ukraine verschrieben haben. Sie selbst waren schon mehrmals im Kriegsgebiet direkt vor Ort, das letzte Mal am Anfang vom Sommer. Was waren da Ihre ganz persönlichen Eindrücke bei Ihrem Besuch? Na, also ich gebe zu, dass das persönlich sehr viel verändert, wenn man das sieht, weil auch meine Generation kennt Kriegsgeschichten natürlich nur aus dem Fernsehen, von den Berichten der Eltern oder Großeltern oder von Berichten von Menschen, die
aus dem zerfallenden Jugoslawien zu uns gekommen sind. Und also die 90er Jahre haben wir ja live erlebt, wie Städte zerstört wurden, wie Menschen einander ermordet haben. Ich war vor kurzem auch in Srebrenica, habe also gesehen, diesen Völkermord dort an der muslimischen Bevölkerung, vor allem an den Männern durch die bosnischen Serben. Das war dennoch also, die NATO, die 96 bombardiert hat, Belgrad? Ja, natürlich, weil das war damals die Konsequenz, weil permanent der Kosovo attackiert wurde und man endlich auch Milosevic aufmerksam machen wollte, dass er nicht andere Länder angreifen kann. Sehr komplizierte Situation. Und Europa hat sich damals zu wenig engagiert übrigens. Also das ist, glaube ich, auch eine Lehre aus dieser Zeit, dass wir uns mehr engagieren müssen. Aber was ich in der Ukraine gesehen habe, sind zwei Dinge. Erstens enorme Zerstörungen. Also wir sind da vor allem, also wir sind nach Odessa gekommen und von dort nach Mykolaiv gefahren mit dem Auto, 3 Stunden. Und dann von dort nochmal östlich. Und da kommen sie in kleine Ortschaften mit 500.000 Menschen, die völlig zerstört sind, wo vielleicht noch 2, 3 Häuser stehen, wo ein paar Menschen herumstehen, wo uns ein Geschichtelehrer erzählt hat, weinend, wie seine Schule zerstört ist, er seine Kinder nicht mehr unterrichten kann. Und am Abend waren wir dann in Odessa in einem sehr schönen Restaurant und haben die Lebensfreude der Menschen auch gesehen. Also wie die sagen, wir lassen uns nicht unterjochen, wir lassen uns unser Leben von diesem blutrünstigen Diktator nicht nehmen. Genau dieses Restaurant hat er dann später auch zerschießen lassen. Einfach aus dieser Wut heraus, man muss diese Ukrainer zerstören. Und ich höre mir ja die Fernsehsendungen im russischen Fernsehen an, da wird davon gesprochen, dass der Ukraine ausgelöscht werden muss. Ein Pope, also so ein sogenannter russisch-orthodoxer Christ, kann er nicht sein, aber ein russisch-orthodoxer Mensch, erzählt, dass man Kindern da den Hals durchschneiden muss etc. Das sind alles Dinge, die stattfinden, die Brutalisierung der Gesellschaft. Und darauf reagieren die Ukrainer, indem sie sagen, wir lassen uns nicht unterjochen. Wir wollen Freiheit leben und wir werden uns wehren. Und sie lassen sich aber die Lebensfreude nicht nehmen. Und das ist sehr berührend, wenn Sie das sehen. Was nehmen Sie da persönlich mit für Ihre Politik in Österreich, wenn Sie dort irgendwie erkennen, um was es eigentlich geht im Leben für die Menschen, was wirklich die Dinge sind, die den Menschen wichtig sind? Zum Beispiel Schulen. Ja. Also wir haben dort mit Familien gesprochen, die sagen, sie können die Kinder in die Schulen nicht schicken, weil es keinen Schutzraum gibt. Also habe ich mitgenommen und auch hier gesagt, wir müssen versuchen, Geld zu sammeln, damit dort Schutzräume gebaut werden können. Was auch klar ist, dass die Familien wieder zurückkehren. Es gibt ja Menschen in Österreich, die wieder zurückkehren wollen aus der Ukraine. Manche arbeiten hier inzwischen auch, zahlen Steuern in Österreich. Manche wollen zurückkehren. Aber was ich auch mitgenommen habe hier, und ich habe vor kurzem mit einer Gruppe von Leuten gesprochen, die Geld sammelt, um eben dort auch Hilfsmittel hinzuschicken. Die Apotheker ohne Grenzen waren, glaube ich, inzwischen 15 Mal dort. Die Stadt Wien und andere Gemeinden haben medizinische Ausrüstung geschickt. Ich orte auch einen Zusammenhalt. Ja, und dass wir merken, wir in Europa halten zusammen gegen einen Kriegsdiktator. Und wenn irgendwas herauskommt, hoffentlich wird das ein stärkeres, ein einigeres Europa sein, das sich wehrt gegen Angriffe, das ist klar. Jetzt haben Sie gerade davon gesprochen, von den Kindern, die dort nicht mehr in die Schule gehen können oder deren die Bildung erschwert wird. Aber genau vor dem Problem stehen wir in Wahrheit auch in Österreich. Auch bei uns wird es immer schwieriger für Familien, die vielleicht jetzt nicht zu den Gut- und Besserverdienern zählen, allein den Schulstart für die Kinder zu finanzieren. Also es sind teilweise Preissteigerungen von bis zu 850%. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. 850% mehr für gängige Schulartikel wie Pinsel, wie Bleistift, wie Hefte und all Mögliches. Ist da nicht jetzt langsam wirklich an der Zeit, dass die Regierung in Österreich vielleicht Hilfspakete für die Schüler schnürt, damit wirklich auch gerade die Schüler, die sozial benachteiligt sind, eine faire Chance haben und das Recht auf Bildung, was ihnen ja zusteht, auch tatsächlich ausleben können? Weil da reden wir von den Basics, wir reden noch nicht von Computern. Das ist der Grundgedanke der NEOS gewesen, als Matthias Stolz diese Partei gegründet hat, Flügel heben. Naja, alle ihr könntet Kinder, es in Wien. Nein, Moment. Ja, aber da passiert es ja auch. Also da möchte ich schon drauf verweisen. Erstens, der Vergleich, also Ukraine-Wien, ist natürlich nicht, da ist ein Unterschied, ob ich Angst habe um das Leben meines Kindes. Einer der Punkte ist, und da haben wir auch im Parlament dafür gekämpft, dass ja Kinder, die einen besonderen Förderbedarf haben, mit 16 aus der Schule weggehen müssen und nicht mehr unterrichtet werden. Da hat
jetzt der Wiener Bildungsstadtrat Wiederkehr dafür gesorgt, dass bis 18 die Kinder sehr wohl gehen dürfen. Das kostet Geld, aber das macht er. Weiters hat er dafür gesorgt, dass gerade für diese Kinder auch ausreichend Geld zur Verfügung gestellt wird, dass eben die auch die entsprechende Unterstützung bekommen. Wobei wir in Österreich, gerade was das Bildungssystem betrifft, wieder in einem sonderbaren Föderalismus ist. Zum Teil ist es Landessache, zum Teil ist es Bundessache. Man redet sich auch gerne aufeinander aus. Aber klar muss sein, jedes Kind die gleichen Chancen. Das beginnt übrigens mit der Kinderbetreuung bei den ganz Kleinen, geht in die Schule und dann bis zur Universität. Jedem Kind die gleichen Chancen. Und das soll Geld kosten, aber nicht jedem, was da in der COFAG-Zeit gemacht wird, dass irgendwie Geld verteilt wurde und man bis heute nicht genau weiß, warum. Und da sagt jetzt natürlich so manch einer, würden wir ja gern, aber ja, große Träume kosten halt auch viel Geld. Jetzt könnte man sagen, warum nicht die Erbschaftssteuer dafür nehmen, dass all jene, die gut erben, ja, vielleicht tatsächlich jedes Jahr einen gewissen Anteil eben für Schulprojekte geben. So ein bisschen so eine Mischung auf freiwilliger Basis vielleicht. Und dann sind die Neos ja immer sehr dagegen, dass man weitere Steuern einführt. Natürlich auch eben keine Erbschaftssteuer, ganz großes Thema. Aber geht es da wirklich um so viel, wenn man das 1% der Bevölkerung stärker besteuern würde, die ohnehin tatsächlich sehr, sehr viel haben? Also das Erste ist, dass der Andreas Salcher mehrfach nachgewiesen haben, dass wir ein besonders teures Bildungssystem haben. Also am Geld liegt es nicht unbedingt. Und das Zweite ist, da, wenn die Beate Meinl-Reisinger sagt, keine neuen Steuern, dann heißt das für mich auch immer keine höheren Steuern. Ich persönlich sage, dass Leute, die 60.000, 65.000 Euro verdienen, von jedem zusätzlichen Euro einen Tausender zahlen, Entschuldigung, von jedem zusätzlichen Tausender gleich die Hälfte Steuer zahlen müssen, halte ich für absurd hoch. Also ich würde natürlich niedrigere Einkommensteuern sehen. Wenn das der Fall wäre, dann könnte ich mir persönlich zum Beispiel gewisse Erbschaftssteuern vorstellen, was ein kompliziertes Thema übrigens ist. Habe ich mir in Deutschland angeschaut, da war das System lange so, dass wenn man ein Unternehmen geerbt hat und es weitergeführt hat, keine Steuern zahlt. Wenn man es nicht weiterführt, schon. Das ist aber eine Diskussion, jetzt sind wir wirklich beim Ausgangspunkt des Gesprächs, das ist eine Diskussion, die man ernsthaft führen muss und nicht mit Zurufen über Bargeld und anderen Unsinn, ja, sondern darüber ernsthaft reden und das fehlt ein bisschen. Und da fehlen aber auch Vorschläge der Bundesregierung, das könnten sie machen und nicht eine Kommission fürs Bargeld einsetzen. Das tut ja fast weh. Darf ich Sie dann abschließend noch etwas fragen? Ja. Und zwar Sie als Journalist kennen sich aus in der journalistischen Landschaft und jetzt hat der ORF-Generaldirektor sein Gehalt offen. Ja. Das ist mehr, als der Bundeskanzler verdient und ja, wahrscheinlich mehr, als viele Österreicher in ihrem ganzen Leben irgendwie auch nur am Sparkonto haben werden. Ja? Leider tatsächlich so. Finden Sie das schon ein bisschen zu viel? Wäre das nicht vielleicht an der Zeit, statt 9 ORF-Gebühren zu sagen, tun wir mal die Gehälter bei den weißen Elefanten im ORF kürzen, tun wir mal die Gehälter bei der Führungsriege im ORF kürzen? Sehen Sie da nicht Möglichkeiten, Einsparungen auf einer hohen Ebene einzuführen? Weil Sie kennen sich ja aus. Ich kenne mich aus, ja, und ich weiß auch, was andere Journalistinnen und Journalisten verdienen. Ich weiß auch, was Förderungen vom Staat kommt an journalistische Unternehmen. Und ich tue mich mit Neiddebatten immer schwer. Was ist ein gerechtes Gehalt, ist ganz schwierig. Für mich wäre viel wichtiger, die Bestellung der Generaldirektorin oder des Generaldirektors durch ein unabhängiges Gremium. Weil dann würden sich vielleicht auch Leute aus dem Ausland bewerben, dann würden sich vielleicht Leute bewerben, die sagen, ich gehe jetzt nicht zu einer Partei betteln, dass ich das werden kann. Also mich stört nicht die Höhe des Gehalts, aber was mich stört ist, und ich habe selber mal für den ORF kandidiert, und da haben mir Menschen, die heute in diesem Aufsichtsgremium sitzen, gesagt, sie sind keiner von uns, oder dann müssen sie bei uns beitreten, oder dann will ich das, oder dann müssen sie den nehmen. Ja? Also das ist das Schlimme an dem System. Ob der jetzt 350 oder 380.000 verdient, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wie wird man das, indem man sich verneigt vor irgendwelchen Parteisekretären. Ich halte das ja auch für erniedrigend. Und ich halte das für das System auch schlecht und fürs Unternehmen auch schlecht. Und ich bin groß geworden für die journalistische Freiheit. Ich bin groß geworden in einem ORF, wo Gerd Bacher Generaldirektor war und der ein sehr konservativ, also von der politischen Einstellung extrem konservativ, aber ein sehr guter Journalist und der uns das Gefühl gegeben hat, wir müssen anständige journalistische Arbeit machen. Er hat sicherlich da und dort auch Kompromisse mit der Politik gemacht, aber er ist zweimal abgewählt worden, was dafür spricht, dass er eben keine unanständigen Kompromisse gemacht hat. Und dann ist er wieder zurückgekommen, übrigens dadurch, dass damals das Aufsichtsgremium des ORF geheim abgestimmt hat. Das ist ja die große
Veränderung, ich darf da jetzt nicht schimpfen, aber die große Veränderung, die bei uns dürfen Sie. Die, nein, ich will vorne bleiben, die der Andreas Kohl damals 2000 umgesetzt hat, weil er genau gewusst hat, dass natürlich manche vielleicht so abstimmen würden, aber sich nicht öffentlich dazu bekennen würden, dass damals die Abstimmung öffentlich gemacht wurde. Und dadurch hat man den ORF noch besser im Griff gehabt. Also eine der Veränderungen für mich wäre sofort geheime Abstimmung, aber auch Menschen in diesem Führungsgremium, so wie es die NEOS gemacht haben, da muss ich sie wirklich loben in dem Fall, noch einmal, weil sie gesagt haben, wir nehmen eine unabhängige Persönlichkeit aus dem journalistischen Bereich und eben nicht jemand, der sich von der Parteichefin die Orders holt, so wie das bei den anderen ist und das wissen wir, dass so ist. Unparteiisch, unabhängig und wirklich kritisch, das sind auch die Interviews hier auf OE24TV. In dem Sinne melden wir uns nach einer kurzen Werbepause gleich wieder zurück mit dem nächsten spannenden Gespräch und in der Zwischenzeit darf ich mich von Helmut Brandstätter herzlich bedanken fürs Gespräch Dankeschön, und einen schönen Abend wünschen. Wir sehen uns.